Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog. Ich sage euch natürlich zuerst, wer noch im Bauch ist. Natürlich der kleine Junge. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja, wie ihr seht, ist der Bauch schon mega riesig. Ich habe das Gefühl, er ist nochmal gewachsen die Tage. Auf jeden Fall. Heute haben wir Geburtstermin plus zwei Tage. Ja, also er macht es spannend, wie man sehen kann. Gestern habe ich wirklich gedacht, er kommt. Ich dachte wirklich, er kommt. Und dann da war doch nichts. Ja, heute, ich habe gar keine Wehen mehr. Also am Abend habe ich noch ein paar kleine Wehen gehabt. Er ist auch sehr aktiv, also ich bin beruhigt, ich spüre ihn. Er ist jetzt auch wieder, vorhin hat er Schluck auf. Also das zum Glück ist auch auf jeden Fall da, weil da würde ich mir schon Sorgen machen. Aber ja, wir warten noch. Ich meine, wir wissen alle, dass das normal ist. Manche Kinder kommen halt auch 10 Tage später oder sogar 2 Wochen, habe ich bei jemandem gelesen. Das hat mir jemand geschrieben auf Instagram. Also ja, vielleicht kommt er dann zum Michelles Geburtstag, das wäre ihr Horror. Ich glaube, wenn es dann soweit sein sollte, wäre es dann auch egal. Aber natürlich wäre es für sie blöd, wenn wir dann an ihrem Geburtstag im Krankenhaus wären. Aber vielleicht kommt er ja noch früher raus. Ja, ich bin die Einzige, die wach ist. Und haben wir gedacht, da ich nicht schlafen kann. Es ist aktuell schon 9, ich bin aber schon länger wach, also 8 Uhr. Ich habe die Tiere gefüttert, habe es ein bisschen rausgelassen zum Pipi machen. Und jetzt habe ich mich hier ins Büro gesetzt, werde das Video für heute schneiden. Weil, ja, bis die anderen wach werden. Heute ist Sonntag bei uns. Und lasst die alle natürlich ausschlafen. Und werde ein bisschen arbeiten und warten, bis das Baby kommt. Ja, meine Lieben, ich halte euch natürlich wie immer am Laufenden. Und werde berichten, sobald sich was tut. Ja. So, fertig mit Videoschneiden. Jetzt bin ich hier in der Küche, werde ein Frühstück machen für mich und Patrick. Das ist jetzt der Papa, der ist auch schon wach und die Kleinen. Papa isst ein Marmeladenfrühstück und ich mache für mich und Patrick so ein Tortilla, Eier, Spinat und so. Ja, so eine Art Omelette. Michelle, was isst du, mein Schatz? Weiß nicht. Magst du auch sowas? Was ist das? Tortilla-Ei. Ah, ja. Okay. Dann brauche ich noch 2 Eier aus dem Dings da, aus dem Kühlschrank. Gut, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Also ich habe das bisher noch nie gemacht und bin echt selber gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Wir werden es sehen. So. So schaut der Wrap jetzt aus. Wir haben uns ein bisschen anders vorgestellt in der Produktion, aber ist, glaube ich, trotzdem lecker. Babyspinat ist drin und Käse. Der Patrick hat scheinbar schon verputzt, die Michelle ist noch dabei. Der Papa isst Marmeladenbrot. Dein Reifen platt? Du musst eine Pumpe holen. Okay. Der Papa hat jetzt nämlich Lust, Fahrradfahren zu gehen. Was ist mit meinen Haaren los? Ja, ich geh auch rein. Papa, viel Spaß beim Fahrradfahren. Ich geh rein, mir ist kalt. Geh rein, Kopf rein mit dir, rein. Was? Keine Ahnung, rein. Du warst doch schon Gassi, gib mal Ruhe. Es ist so kalt draußen, es ist nicht cool. Auf jeden Fall geht der Papa jetzt eine Runde Fahrrad fahren. Bei uns ist ja alles ruhig. Er hat aber eh sein Handy dabei, also falls das sein sollte, dann rufe ich ihn an. Ich bin jetzt noch kurz hier im Büro beschäftigt. Was?
Du hast Augenbrauen gemalt? Ja, weil ich gerne Augenbrauen habe. Und wollte Haare machen. Und ich habe ein bisschen dick gemacht. Ich komme dann zu euch dazu, ja? Gleich. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video noch schnell uploaden. Dass wir fertig geschnitten haben. Und dann gehe ich zu den Kiddos. Und werde wahrscheinlich wieder ein bisschen Wäsche machen. Ich bin heute ein bisschen aus der Puste. Ich merke, dass mein Kreislauf heute ein bisschen mich so. Ich bin dann so schweratmig. Na gut, ich werde jetzt schnell das machen und dann gehe ich ins Wohnzimmer. Warum quietschst du denn so? Was ist mit dieser Pumpe, hä? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist, weil es kalt ist, oder? Meinst du? Meinst du? Ich bin kein Pumpenexperte, aber. Ich wünsche dir viel Spaß, Herzi. Bye, bye. Was? Wenn wieder fertig bin, brauche ich schon Pause. Ich bin jetzt sei vorsichtig, ja? Ja. So, meine Lieben, ich bin schon länger hier mit den Mädels im Wohnzimmer. Die malen nämlich gerade so schön. Schaut mal, ich habe dann so Ausmalbilder ausgemalt. Das malt die Lara an. Und wir malen uns die Nägel an. Die Lara hat schon hübsche rote Nägel von mir bekommen. Ja. Schön. Und die Lisa hat auch rote, hübsche Nägel. Magst du auch herzeigen? Ja. Zeig mal, komm. Ich male mein Dino noch fertig. Die Lisa hat auch hübsche rote Nägel bekommen. Ich habe mir auch schon die blau abgemacht und ja. Und willst du auch so eine Farbe wie uns? Lisa, malst du noch dein Dino-Bild weiter? Mama, ich finde die Farbe ganz schön für dich rot. Findest du die Farbe rot für mich schön? Ja. Okay, schauen wir mal. Ich muss mir auf jeden Fall noch das Blau abmachen. Da habe ich nämlich noch ein bisschen. Sehr gut, Lisa, malst du weiter? Sehr brav. Ja, die Lara hat den Dino schön angemalt. Und dann mal den Dino orange. Die Punkte ist ja orange. So, schaut mal. So schön. Papa, Lara, schiebst du den Wäschekorb so ein bisschen? Wir haben nochmal hier eine Ladung Wäsche aus dem. Mir ist schon wieder kalt. Schon Papa hat die Tür offen gelassen, gell? Der Papa ist nämlich auch gerade reingekommen. Papa! Den Mädels ist kalt! Die Hunde können nicht mehr, die werden ja verrückt. Die ist hart. Sophie! Wer hat den Einkaufswagen so in der Mitte geschmissen? Ganz toll! Sie fliegt wieder rein! So, meine Lieben, ich war heute eine Runde Fahrradfahren. Wer meine Insta-Story schon gesehen hat, falls ihr nicht gesehen habt, ja, ich war eine Runde Fahrradfahren und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ich habe mir gedacht, wenn das Wetter noch so schön ist, dann gehe ich lieber mit den Kindern auch kurz draußen. Und ja, das haben wir auch gemacht. Ist zwar schön, aber noch immer kalt. Also alles eingefroren. Sophie, was legst du denn hier? Ich lege oh, die Papa. Ente ist einge. Kannst du mir den Kübel geben, Lara? Oh, ich kann nicht. Magst du mal was essen? Zu wenig gegessen? Niemand zu Hause, gell? Ah, beste Lösung. Das spricht schon ein bisschen. Ja, wenn das hier auskennt. Probier mal jetzt. Geht? Super! Schau, du hast Wasser unter den Eimer jetzt, nicht mehr in den Eimer. Alles kaputt machen! Schau mal, das sind wie Kristallen. Wow. Ja, ganz kalt. Wie die Eiskönigin, gell? Ja. Und jetzt? Ah, Wasser!
Ja, die Lisa hat auch einen gefunden. Na, das bitte nicht klopfen. Ja, oh, das ist voll eingefroren. Ja, die Lisa auch. Ich hab den ein Loch gemacht. Hey. Genug, genug, jetzt bring schon Wasser raus. Genug! Hey. Ich glaube, das reicht schon. Und da ist noch eine gewonnen. Ulala, das stimmt. Na, das macht Spaß, gell? Ja. Pass auf, dass euch nicht verletzt, bitte. Ein bisschen Aktivität im Garten ist nicht schlecht, weil die Kinder sind zu Hause ein bisschen überdreht und die müssen ein bisschen müde werden, weil sonst machen die uns müde. Das ist Farbe von dem Hammer. Genug, genug. Aber das ist ganz besser eingefroren. Ja. Ja, und so werden die Kinder früher ins Bett gehen. Ja, die Lara ist ganz fleißig, also sie füttert die Hühner. Machst du noch? Es ist ein Wald, ein Stück Wald, und da kommen sehr oft die Rehe raus. Und die Kinder sind hier und beobachten dann die Tiere beim Essen. Er ist dort. Es sind nämlich zwei. Da kommt der zweite auch raus. Der zweite Reh. Siehst du, er ist im Wald. Hast du die Luisa? Hast du auch den Reh gesehen? Papa, Jäger, das Haus? Und die Rehe töten. Ja. Auch um die töten. Ja, das ist der Beruf von Jäger. Wilde Tiere zu jagen und zu töten und zu essen. Ja, das war nämlich unser Hahn. Kannst du bitte nochmal machen? Sehr schön. Dankeschön. Ich mag seine Stimme. Ich mag auch seine Stimme. Er ist weg. So schön deine Stimme. Magst du, wenn er das so macht? Nein, ich mache auch seine Stimme. Der macht meistens so um 4, 5 Uhr in der Früh. Die Leute am Land haben den Hahn als Wecker verwendet. Warum denn?
Kabeln. Ja. Wenn der Hahn... Keine Wecker. Ja, die haben keine Wecker gehabt und wenn der Hahn Kikeriki gemacht hat, dann war es so weit, dass die Bauer aufstehen müssten und dann frühstücken und dann arbeiten gehen. Ah. Oh, so geht's ja auch genau, ja. Wir sind im Haus gewesen, ich habe die Kinder reingebracht, weil es war sehr kalt. Und jetzt sind wir mal kurz rausgefahren, also nur ich und der Patrick, weil wir Hunger haben und heute ist Sonntag. Wir haben gesagt, die ganze Woche haben wir gekocht, lass uns heute was bestellen, und aber mit Selbstabholung. Und Selbstabholung ist auch gedacht, damit ich und der Patrick auch ein paar Fahrübungen machen können. Und ja, wir fahren jetzt kurz, sage ich nicht wohin, um chinesisches Essen zu holen. Sind mit Futter wieder nach Hause gekommen. Tempura Maki einmal für mich und Papa. Einfach über alle gießen? Ja, genau. Ich habe dann auch Curry. Papa! Ja, Entschuldigung. Hat der Papa ausgepackt? Ein wenig. Aber das warme Essen lassen wir vielleicht noch zu, oder? Ja, ja. Kinder haben alle Nudeln, gebratene Nudeln. Soll die beide Soße noch oder eine Soße? Nein. Wer? Die Fliege. Die Fliege tut weh? Ja. Wo ist die Fliege? Dein Mumu. Mumu ist Fliege? Okay. Fucker. Sehr gut machst du das, Papa. Überall. Mein Name ist Mr. Lee. Der Papa hat den Mädels noch Bilder ausgedruckt. Sag mal, Lisa, was hast du denn hier? Leo Lausemaus. Oh. Ich hab was von Roblox. Das ist mein liebstes Tier. Das finde ich immer schön. Ach so, und die Michelle hat ein richtig großes Bild gekriegt. Wie hast du denn das geschafft? Das ist ein sehr kleines Bild halt. Sag mal, Luisa, deins nochmal. Leo Lausemaus. Ah. Ich will das Baby. Welches Baby? Ja, das ist die Schwester vom Leo Lausemaus, oder was? Ja. Oh. So, ich habe mich nochmal geschminkt. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich schon den Bauch noch habe, dann kann ich mit ihm noch ein paar schöne Bilder machen. Welches ist das? Sind das zusammen? Das, nein, nur das. Was ist das? Das ist was anderes. Papa macht jetzt nochmal Bestellungen. Der ist so fleißig. Weil morgen ist ja Montag und wir haben ganz viele Pakete. Die müssen wir jetzt dann morgen gesammelt wegbringen, weil übers Wochenende kann man die ja nicht wegbringen, logischerweise. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein Bild machen, wobei ich muss mir nochmal, das habe ich jetzt gar nicht gevloggt, oder? Ich habe mir heute, jetzt haben wir jetzt fürs Foto wieder Locken gemacht, aber hier sind sie ein bisschen auf rausgegangen. Deswegen, ein Foto wollte ich gerne noch machen und dann muss ich mich abschminken. Vielleicht haue ich mich dann noch in die Wanne, damit die Geburt vielleicht endlich losgeht. Schauen wir mal, oder Sophie? Ich würde ihn gern schon knuddeln, den Kleinen. Und er mag nicht raus. Gösobi, was sagst du dazu? Na, ich muss aber baden. Wieso? Ich will. Wir haben jetzt noch ein schönes Bild gemacht. Der Papa ist hier Fotograf im Dienst. Siehst du nichts? Nein, ich will nichts, oder? Ein bisschen bauchig. Nein, aber die Hose schaut auch scheiße. Ja, wir sind richtig kaputt jetzt. Ich will nicht so gesehen werden. Wieso? Weil es scheiße aussieht. Okay, das ist eine Sportklamotten, aber war heute Fahrradfahren. Ja, ich habe mir nämlich heute gedacht, warum, wenn der Bauch noch da ist, dann machen wir noch ein paar schöne Bilder.
Und ihr seht, ist der Bauch immer noch komplett. Baby will noch nicht raus. 10.01. Das wäre eigentlich ein schönes Datum gewesen. Aber sehr voll kommt wirklich zu Michels Geburtstag. Naja. Arme Michelle. Ja, kann man eh nichts machen. Aber der Bauch hat sich schon relativ gut gesenkt. What? Und ich habe mir gedacht, dass, also der Papa geht jetzt duschen und ich gehe danach ein heißes Bad nehmen und hoffe, dass ich dadurch so ein bisschen es ansporne. Aber naja, ich probiere eh alles aus und geht doch nichts. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein langes, heißes Bad genommen mit der Hoffnung, dass das Baby kommt. Aber nö, der lässt sich durch sowas nicht beeindrucken. Heißes Bad. Das war jetzt so heiß. Nee, der will da nicht raus. Da helfen alle Tricks nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt einmal hinlegen, weil ich bin richtig kaputt, sieht man, glaube ich, auf dem Gesicht. Also ganz zum Ende hin ist die Kraft dann schon weg. Und morgen ist auch wieder Schule. Also nicht, dass ich Schule hätte, aber ja. Dann ist halt wieder ein bisschen anderer Trubel im Haus. Deswegen werden wir uns jetzt vom Vlog verabschieden, aber Papa winkt schon. Ja, wir werden jetzt gleich die Kinder ins Bett bringen und dann schlafen gehen. Deswegen bis morgen, meine Lieben. Ich weiß, es ist spannend. Ich halte euch am Laufen. Tschüss. Tschüss.